Liebe. Ein Plädoyer für die Liebe. Es gibt wohl kein anderes Phänomen auf dieser Welt, welches Menschen so beeinflusst in ihrem Leben wie die Liebe. Na gut, vielleicht noch das Geld. Aber da behaupte ich, dass dies eigentlich nur der Ersatz ist für fehlende Liebe. Menschen, deren Leben sich überwiegend um Geld dreht, sind eigentlich nur einsam im Herzen. Es mangelt ihnen an Liebe. Ja, und das ist auch das Spannende an der Liebe. Wenn ich in Liebe bin, dann brauche ich kaum etwas an materiellen Gütern im Leben. Ein Dach über dem Kopf, ein Bettchen und was zu essen. Das kann man sehr gut beobachten, wenn Menschen verliebt sind. Dann wird all das andere, was vorher so wichtig war, auf einmal so unwichtig. Ja, aber das Verliebtsein ist ja nur ein vorübergehendes Phänomen. Ein Abglanz, ein Vorgeschmack für die Liebe an sich. Aus Verliebtheit kann durchaus auch Liebe erwachsen, aber wenn man nicht aufpasst, eben auch Abhängigkeit. Und meist geschieht Letzteres. Und das bringt uns auch schon zu einer ganz wesentlichen Frage. Woran erkenne ich nun die Liebe? Sie ist leicht zu verwechseln mit Abhängigkeit. Nun, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn es in mir hier, also im ganzen Körperkern, fließend, ruhig und warm ist, dann befinde ich mich in einem Zustand der Liebe. Und dieser Zustand muss dauerhaft und unabhängig von äußeren Umständen oder Handlungen sein. Wenn es zum Beispiel in mir immer nur dann fließend, ruhig und warm ist, wenn ich mir gerade ein Fläschchen Bier zosche, dann ist das keine Liebe, sondern Abhängigkeit. Ja, aber genau das ist der Grund, warum viele Menschen Alkohol trinken. Eben als Ersatz für die Liebe. Auch wenn es in mir fließend, ruhig und warm ist, wenn ich nur mit einem bestimmten Menschen zusammen bin, dann ist es keine Liebe, sondern Verliebtheit. Es ist eigentlich dasselbe wie Abhängigkeit, außer dass es ein bisschen leberschonender ist. Und auch wenn ich irgendetwas Tolles im Leben erreicht habe und sich dann ein Gefühl von fließend, ruhig und warm einstellt, auch das hat nicht viel mit Liebe zu tun. Und ganz wichtig, auch wenn sich dieses Gefühl von fließend, ruhig und warm nur beim Meditieren einstellt oder Yoga oder anderen spirituellen Übungen. Auch das ist keine Liebe. Aber es ist schon ein Schrittchen näher dran, möglicherweise. All diese Zustände sind abhängig von äußeren Umständen beziehungsweise von Handlungen, die ich vollziehe. Und all das braucht einen gewissen Aufwand, um es zu betreiben. Denn mein Glücksgefühl ist dann von diesen Umständen oder Handlungen abhängig. Ich suche sie daher unablässig. Und daher heißt es ja auch Sucht oder eben halt Abhängigkeit. Und jede Abhängigkeit hat immer eine Art Halbwertszeit. Wenn du zum Beispiel Alkohol trinkst, dann ist es nicht nur so, dass du ihn immer brauchst, um dich fließend ruhig und warm innerlich zu fühlen, sondern auch so, dass du immer mehr davon brauchst. Gleiches gilt für den Erfolg oder das Geld und sogar auch für spirituelle Übungen oder Seminarbesuche. Die meisten Menschen leben eine Kombination aus Abhängigkeiten. Das ist nicht so auffällig und leberschonender. Sie verlieben sich alle paar Jahre mal neu, suchen kleine oder große Erfolgserlebnisse, machen ein paar spirituelle Sachen und in der Zwischenzeit kann man dann auch noch mal so ein bisschen Fernsehen gucken. Und das ist ja auch alles nichts Schlimmes an sich. Einzig, wenn dadurch die
fehlende Liebe ersetzt werden soll, dann wird es unangenehm. Denn dann befriedigen all die Ersatzhandlungen immer weniger und der Mensch wird immer unzufriedener. Ja, ohne wirklich die Ursache zu kennen, denn die ist ja meist unter Alkohol, Zigaretten, ja und vielleicht sogar unter sogenannten spirituellen Übungen verdeckt. So, wie erreiche ich nun die Liebe? Nun, ganz einfach, indem ich liebe natürlich. Und wie liebe ich? Indem ich, und nur so geht es, alles weglasse, was nicht Liebe ist. Angst, Wut, Ehrgeiz, Eifersucht, Abhängigkeiten, all das. Und wie kann ich all das weglassen? Indem ich mir vollends bewusst werde, dass mir all diese Dinge nicht gut tun. Es nur zu wissen reicht nicht. Es braucht hierfür eine ganz hohe Bewusstheit, um die Auswirkung von zu wenig Liebe und zu viel, zum Beispiel Alkohol, wirklich im Körper zu fühlen. Man muss dem allem zutiefst überdrüssig werden. Wenn du dich zum 10. Mal unglücklich verliebt hast und einmal wirklich im gesamten Liebesdrama voll präsent warst, sowohl während der rosa Wölkchen als auch im trüben Depri-Sumpf danach, dann wirst du irgendwann erkennen, was wirklich wesentlich in deinem Leben ist. Und das ist das, was ich Selbsterkenntnis nenne. Und dafür sind dann solche Dinge wie Meditation, Yoga, Tantra, spirituelle Seminare eine wahrhaft wunderbare Unterstützung, die man durchaus in Anspruch nehmen sollte. Das Wesen der Liebe ist leicht und dennoch tief. Es ist heiter und dennoch ernsthaft, hingebend und dennoch total richtungsweisend. Und es ist mehr als nur eine Teilzeitbeschäftigung. Liebe ist eine Lebensausrichtung auf allertiefster Ebene. Ein Leben ohne Liebe ist fürchterlich, die Hölle auf Erden. Ein Leben in Liebe ist einfach wunderbar. Doch braucht es oft eine Art Todesmut, um dahin zu gelangen. Alles Liebe, Dirk Liesenfeld.